Wir müssen zu dem Fragezeichen laufen. Endlich hast du raus, wie das funktioniert. Ich habe schon, hab schon beim Händler ein bisschen verkauft, okay. So aus den Höhlen, da, was wir da eingesammelt haben. So irgendwelche hunderten verrosteten Dinge. Säbel und ja, so ein Scheiß. Und wir müssen jetzt zu irgendjemandem, der festgenommen wurde. Ihr habt es gehört, Leute. Oder nicht? Oder ja, ich denke schon. Okay, also ihr habt es gehört. Hier habt ihr es zuerst gehört. Wir müssen zu jemandem, der festgenommen wurde. Genau, und Dennis hat 10.000 rostige Säbel verkauft. Es mögen vielleicht auch nur 9.998 gewesen sein. Ich mag mich verzählt haben, es waren sehr viele. Es waren sehr viele rostige Säbel. Ja, wir haben fast nichts dafür bekommen. Und schon singt, oh Gott, kann nicht entsprechen. Läuft Kolga ganz beschwingt so rum, weil er nicht mehr so viele rostige Säbel mit sich rumschleppen muss. Ja. Wir wiegen ja auch was. Richtig, ein bisschen. Halt! Fremden ist der Zutritt zum Wohnsein. Was begehrt ihr? Ich begehre dich. Was ist euer Begehr? Oh Gott, das ist ein bisschen klein. Obwohl, das war gerade die richtige Höhe für gewisse. Für gewisse Tätigkeiten. Oh Gott, und schon geht's wieder los. Für gewisse. Vielleicht will er ein Motorboot fahren oder so da unten. Ja. Brrrr. Da unten. Also, wir müssen zum König. Ja, weil. Wir haben keine Zeit, Zwerge zu vergewaltigen, wir müssen zum König. Warum eigentlich nicht? Man nimmt sich nicht halt viele schöne Dinge im Leben. Das fängt ja gut an. Tut mir leid, Leute. Ich bin heute nicht ganz. Androsch zum Gruße. Man hat mir schon erzählt, heute nicht ganz dabei, dass wir euch die Gesundung anders als sonst. Da bin ich voll dabei, aber heute nicht. Wieder und wieder zeigt ihr euch als wahrer Freund der Androsch. Das ist schön chill. Okay, also. Lass ihn doch erzählen. Der erzählt was? Ich höre das gar nicht. Ich höre nur die Musik. Sie war auch für viele andere Sabotageakte verantwortlich, die Uroloch heimgesucht haben. Eine Frau hat all das gemacht? Frauen können doch sowas nicht. Also, Frauen können doch nur in der Küche stehen und kochen, das weiß also man doch. Also Kolga, jetzt mal, ne? Auf Anfang, mein Freund. Ja. Auf Anfang. Ja, wir sind hier Feministen. Da kann ja wohl auch eine Frau die Böse sein. Hashtag Feminism. Hashtag genau. Frauen können auch böse sein. Genau, er hat nicht Wonder Woman gesehen. Offensichtlich nicht. Eine Menschenfrau. Ach, Saline. Ach, die kennen wir doch noch. Die mit den Riesen. Genau. Die. Ihr wisst, Haaren. Riesige Haare. Die mit den riesen Augen. Auch das. Ja. Sie ist unschuldig. Sie hat nichts Böses natürlich getan. Wir glauben ihr. Wer könnte dieser Frau misstrauen? Ja. Es gibt viele Beweise. Aha. Wer zeigt mir die Beweise? Ja, ein Gerichtsverfahren. Genau. Für Saline. Wie ist die überhaupt hierher gekommen? Was will die hier? Das wird sich alles noch zeigen. Okay, alles klar. Xolgorax vergiftet, also den Hohepriester, einen wertvollen Gegenstand aus den Hallen entwendet. Außerdem gab es vor kurzem eine Erschütterung und wir schieben hier jetzt auch noch das Erdbeben in die Schuhe. Genau. Weil wir schon mal dabei sind. Genau. Ja. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Gut. Wir kriegen das dann erstmal 10 Erfahrungen, dass wir einfach nur die Quest übernehmen. Just for being here. Genau. Gut, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen mit Leuten reden wahrscheinlich, denn eine Verhandlung erfordert meist Vernehmungen. Genau, Zeugen, Indizien. Den ganzen Law and Order Quatsch. Alles, was ihr aus Ally McBeal kennt. Oh Gott, ihr seid zu jung, ihr kennt Ally McBeal nicht mehr wahrscheinlich. Die Anwaltsserie meiner Kindheit. Auch ich habe nie Ally McBeal gesehen, muss ich ehrlich sagen. Mit Callista Flockhart. Mit der Frau von Harrison Ford. Der Langjährige. Um dieser Lauflerin zu helfen, oder? Ja. Es würde mich interessieren, dass die Lagerhallen meiner Sippe vor ein paar Stunden von Gruftasseln heimgesucht wurden. Oh Gott, Gruftasseln. Aber gibt es für die Krabbler kaum Essbares dort? Das war mit Sicherheit ein Anschlag. Ich war gerade beim König, aber der will derzeit keine Krieger schicken, um dem Getier Herr zu werden. Behauptet, die werden alle zur Wache über die Stadt benötigt. Gruftasseln überfallen ein Lebensmittellager. Das muss ein Anschlag sein. Naja, ein Lager. Vermutlich ist es kein Lebensmittellager, weil es da nichts zu essen für die Gruftasseln gibt. Und wenn sie dann da reingehen, wir sind Sabotageuntersucher hier. Und am Ort des Geschehens schaut man Glasscherben, die von dem Jonglierball. Wer jongliert denn mit Glasbällen? What the fuck? Das soll Lina ihre. Könnte auch ihr Glasdildo sein. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Daran hat wieder keiner gedacht. Nee. Aber dass man den da so auf einmal fallen lässt, ist auch eher unwahrscheinlich. Richtig. Vielleicht wurde sie ja überrascht, bei was auch immer sie da mitgemacht hat. Beim Benutzen des Glasdildos. Wir wollen nicht weiter in die Details gehen. Das brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht. Googelt halt Dildo, wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert. Oh Gott, bitte googelt nicht Dildo. Bitte. Doch, geht zu Dildo King und bestellt euch. Auch wieder Hashtag Feminism, warum nicht Dildo Queen? Stimmt eigentlich. Kaufen doch sowieso eher Frauen. Ja. Also, naja, anderes Thema.
wir müssen ja einfach nur immer wieder rechtfertigen, dass dieses Let's Play offiziell ab 16 Jahren freigegeben ist. Ja, das kommt, das muss man sich verdienen. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn ihr das bisher nicht wusstet, tja. Jetzt wisst ihr es. Jetzt, ab jetzt ist es ab 16, aber das war auch eigentlich schon immer ab 16. Mhm. Ihr habt jetzt 100 Folgen illegal geschaut. Ja, wenn ihr unter 16 seid, wenn nicht, dann... Auch dann habt ihr es illegal geschaut. Das hier kann nicht legal sein. Das ist nämlich eigentlich verboten. Was so viel machen. Spaß, das ist, das kann die Polizei eigentlich nur verbieten. Ja. Okay. Die haben echt ein langes Gespräch, die mal an. Meine ja. Güte. Wer rumpelt denn hier in unserer Taverne? Wenn das eine Taverne ist, warum trägst du dann eine komplette Plattenrüstung? Weil sie kann. Aber wenigstens kein Chainmail-Bikini. Ja, gut, das ist schön und gut, aber... Eine Herausforderung. Bett trinken, woo! Party! Okay, let's do this. Let's do this. Zwergenbier oder Zwergenschnaps? Länger davon, mehr leichte Proben. Weniger, aber dafür schwere K.O.-Proben. Wir machen mehr leichte, oder? Ja. Komm, schönes Bier, also wäre ich jetzt auch dafür. K.O. Jawohl, erinnert dem Humpen. Das Bier kenne ich der Herausforderung, kein Problem. Aller guten Dinge sind drei, einen haben wir noch. Oh, langsam schwimmt der Blick und die Zunge beträge. Noch stehe ich. Na, schwächelt ihr schon? Komm, einen machen wir noch. Verdammt. Oh, shit. Mich nicht geschlagen, aber viel fehlt da nicht. Nummer nochmal? Macht vor allen Dingen Sinn, weil man jetzt ja sozusagen wieder bei Null anfängt. Ja, können wir machen nochmal. Ja. Nochmal Zwergenbier? Ja. Und Erfolg. Haben wir nochmal, nochmal. Erfolg. Yes, gewonnen. Wupp, wupp. Locker. Sie will jetzt still in ihr Bier hineinweinen, weil sie von uns auf den Tisch getrunken wurde. Zweimal. Einmal fast und einmal ganz. Ja. Ja. Könnt ihr noch einige Fragen Wir hätten das einfach noch 10-mal machen müssen. Natürlich, nur zu. Die Frage oben interessiert mich jetzt weniger. Nee, Angroschgeweihte. Angraxa vom Stein, ja, Angroschgeweihte. Genau. Aber ich bin auch noch jung, es ist Angrosch noch gar nicht lange ist, her. Bei den Menschen heißt der Ingrim, ist einer genau. Von den Zwölfen. Einer von den Zwölfen. Ich diene nun als Priesterin in der Hammerhöhle Malmarz Rom. Gesundheit. Weiter oben auf dem Drakensandberg. Oh, der Drakensandberg! Toll! Oh, sie haben den Titel des Spiels gesagt! Das muss was bedeuten, das muss wichtig das sein. Das muss wichtig sein. Ein wichtiges Heiligtum der Zwerge, etwas einsam. Aha, Mola, ne, oder auch um uns zu besaufen, bis uns der Schädel zum kommt. Beispiel. Genau. Gut, dann haben wir das. Ja. Wissen wir immer noch nichts über den Fall. Wache, Frau Tumbler, Hortumasch. Auch da Gesundheit. Ich habe schon viel von euren Taten gehört. Er hat nur so unwichtige Sachen gesagt. Ich wollte ihn unterbrechen. Wir sind ja gerade dienstfrei. Ja. Aber uns helfen kann mit der ganzen Salina-Problematik. Schade, aber trotzdem Dank. Okay, warum reden Sie denn überhaupt über Salina, wenn mir das für nutzlos. Die Fest nichts bringt? Du warst einfach. Was könnt ihr eigentlich? Nutzlos. Dann ab in den Keller. Ab zu den. Kakerlaken. Oh, ich glaube, wir kommen jetzt hier. Warte mal, ist das der richtige Keller? Ich weiß es nicht, aber es sieht ganz gut aus. Die kleine dicke Frau, die eigentlich ein Zwerg ist. Entschuldigung, die ist einfach nur stämmig. Sag es mir, gut gebaut. Schwere Knochen. Und Drüsenprobleme. Was fällt uns noch ein? Fett. Okay, möglich, ja. Es ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Seht ihr diese Abflussdecke? Jemand muss die Gitter geöffnet haben. Da kommen sie hervorgekrochen. Aber warum sind das es ist eine Escort-Mission. Ich werde versuchen, die Gitter wieder zu schließen. Haltet mir die Asseln so lange vom Leibe. Tötet zuerst mal die da vorne, damit ich zur Kurve komme. Die da vorne, ja, danke für die sehr präzise es Richtung. Ist, es ist aber nicht wirklich eine Escort-Mission. Das heißt, ihr kann nichts passieren. Alles Wir müssen klar. uns so Stück für Stück den Weg frei kämpfen sozusagen. Na dann, hey Leute, es ist wieder Drakensangzeit. Wir kämpfen gegen Asseln in einem Keller. Asselzeit. Woo! Komm Leute, geht zu, ihr habt doch drauf gewartet. Er findet das doch geil. Ihr steht doch auf die Asseln. Ja, diese kleinen klipschigen Viecher, die sich anrollen und eklig sind sterben. Und viel zu viel Schaden machen, als überhaupt sinnvoll logisch vertretbar ist. Naja, mein Gott, die sind halt auch so groß wie ein Mensch, also es ist schon... Zum Sieg. Aber es sind verfickte Asseln. Ja. Entschuldigung. Die Sache in die Hand. Du gehst ja, fährst ja aus der Haut bei diesen Asseln. Ja, die Salina. Was haben sie dir denn getan? Sikaria. Noch gar nichts. Sie nerven einfach durch ihre bloße Existenz. Ja. Aber zum Glück haben wir ein ganz gutes Verfahren. Jost. Du bleibst Jost, mal. Du weißt doch, wie das läuft. Du mehr so hinten, alle anderen können auch mehr so vorne. Genau. Die Leute, die das tatsächlich aushalten, wenn die Asseln sie mal schief anguckt,
die bleiben, können dann auch da stehen und. Genau. Bumm, Assel tot. So, siehste, klappt doch. Klappe zu, Assel. Die, klappt doch. Klappe zu, Assel tot. Ja. Das erinnert mich an ein tatsächliches Sprichwort. Aber ach was? Das habe ich mir gerade ausgedacht. Komplett aus dem Nichts. Komplett, völlig. Ja. Aber ich habe ein Thema. Du hast ein Thema. Ja, worüber wir uns mal unterhalten können. Bitte, könnte. Wir müssen uns unterhalten. Julia, wir müssen reden. Ja, es ist jetzt auch nicht so. Schatz, wir müssen reden. Oh mein Gott. Hab ich irgendwas verpasst? Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weltbewegend. Machen. Doch. Denn du sprichst. Aber selber. Es gibt eine Serie auf Netflix, die leider in der ersten Staffel nur 4 Folgen hat, was ich ein Konzept ist, was sich mir nicht so ganz erschließt. Aber auch nur kurze Folgen, also nicht so wie bei manchen Serien. Ich glaube nur 20 Minuten. Ja, also es gibt ja auch manchmal Serien, die dann 60, 90 Minuten ja, Folgen haben. So nee, aber oder das ist eine Anime-Serie, die auf ein Anime. Castlevania beruht. Achso, das Ding, ja, na gut, klar. Genau. Die ist ja jetzt gerade sehr gehypt. Genau, und ich habe sie mir angeguckt. Ja, ich wollte noch, also ich nicht spoilern. Nein. Aber du kannst natürlich schon kritisieren. Nee, also ich fand sie eigentlich ganz gut. Ich würde sie definitiv empfehlen, vor allen Dingen für Leute, die sich halt entweder für Castlevania interessieren. Und oder Vampire. Und oder nein. Vampire, genau. So, muss eigentlich hin. Folge ihr. Sie ist nach da hinten gelaufen. Ja, sollte wäre vielleicht ganz gut. Leute, wo geht... Was? Wer? Warum? Lauf doch vielleicht mit wer ist... Ja, mach ich gerade, aber ja. Dann sind sie rückwärts gelaufen jetzt. Auf jeden Fall, kann man sich ansehen. Ist ja eine, vom Stil her eine Anime-Serie. Ja, genau. Schon im und ja, auch von der Erzählweise und so. Also ja. Ist einfach astrein Anime. Ja, ist halt schon irgendwie lustig, so die Lizenz dann als Anime umgesetzt, aber von Netflix finanziert oder so, also schon ja, interessante Mischung. Es ist halt Netflix-Original. Ja. Und ich fand es halt witzig, es fängt historisch relativ korrekt an. Relativ. Vergleichsweise akkurat. Wird aber ganz, ganz schnell völlig irre. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Und ich halt denke, okay, entweder man macht es komplett ausgedacht irgendwie. Oder man macht es halt historisch. Aber so dieses Mischmasch, das hat mich ein bisschen irritiert. Also wenn man sich mal gewöhnt hat, geht's. An der Stelle muss man aber wahrscheinlich darauf hinweisen, dass sie natürlich sicherlich in irgendeiner Form die Vorlage umgesetzt haben. Und die ist ja exakt genauso. Ja, natürlich. Also Castlevania beginnt ja auch immer historisch oder ist basiert auf historischen Hintergründen. Du hast immer Charaktere drin, die es wirklich gab. Du hast immer irgendwelche Fürsten drin, die es wirklich gab. Jetzt nicht nur Dracula selbst sozusagen, sondern auch andere. Du hast immer Namen, Orte, Begriffe, Burgen, die wirklich existiert haben. Und dann hast du aber drumherum diese Fantasy-Vampir-Story. Ja. Also im Endeffekt machen sie nichts anderes, als die Spiele zu verfilmen. Ja, genau. Und das... Das hatte ich in dem Moment aber halt einfach nicht parat irgendwie, ja, weil es halt auch so, ja, mit, es fing halt im 15. Jahrhundert in der Walachei, einfach so, okay, hey, sie haben schon mal die Walachei genommen und nicht Siebenbürgen, was ja oft auch verwechselt wird irgendwie, ne, was erstmal positiv war irgendwie und dann ging es bergab irgendwie, also zumindest mit der historischen Korrektheit, ja. Die an sich ist durchaus empfehlenswert. Ich glaube aber, das erwartet von Castlevania auch absolut niemand. Nein, aber wie gesagt, war in dem Moment einfach, ich hatte die falsche Erwartungshaltung. Das liegt daran, dass du zu wenig Castlevania-Spiele gespielt hast. Das ist Das kann richtig. Man wahrscheinlich so sagen, oder? Das ist richtig. Also geht mir ja ähnlich, ich habe genau eins gespielt. Ja, ich habe tatsächlich selber gespielt, gar keins, aber mehrere geguckt, sozusagen. Ja. Ich mach das schon. Und dementsprechend war ich nicht darauf vorbereitet. Aber die Serie an sich, die macht durchaus Spaß. Ich verrate vielleicht nicht zu viel, wenn ich sage, dass der Hauptcharakter Trevor Belmont heißt, was natürlich ein urrumänischer Name ist. Na gut, die Belmonts nicht. Sind ja nun mal die, ja, aber das die ist, Familie, um die es geht. Das ist halt auch so ein Ding, dass ich sage, warum spielt es in der Walachei und hat einen Protagonisten, der einen englischen Namen hat. Das ist... Los. Hat nie jemand sich drüber Gedanken gemacht. Nein, aber warum macht man das? Gut, ich glaube, in der Story der Spiele wird das irgendwann erklärt, woher die kommen. Also gerade im allerersten Spiel damals oder im zweiten oder so, wird, glaube ich, erklärt, wer diese Familie ist und was die da will und so. Also die kommen schon von woanders. Das sind jetzt keine offensichtlich. Leute aus der Gegend. Ja. Die sind nicht von da. Nee, das merkt man. Zugereist, zugezogen. Ja. Naja, Migranten. Also die Serie ist durchaus empfehlenswert, aber erwartet nicht zu viel, was...
sowas angeht, ne? Im besten Fall kann sie aber durchaus, finde ich, als Anstoß dienen, sich mit diesem Ding einfach zu beschäftigen. Ja, mit den Spielen wahrscheinlich. Oder mit historischen Gegebenheiten. Wetten, 99% der Leute beschäftigen sich danach mit den Spielen und nicht mit der realen Geschichte. Möglich. Vielleicht sind es auch nur 95%. Aber ich geb die Hoffnung nicht auf. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich glaube an euch, Leute. Aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, es gibt ja Leute, ich habe tatsächlich viele Gespräche in den letzten Jahren geführt mit Leuten, die gesagt haben, da gibt es erst eine Staffel, dann gucke ich das nicht. Ich gucke nur Serien, wo ich weiß, dass die weitergehen. Mhm. Könnt ihr machen, weil die zweite Staffel mit 8 Folgen wurde schon für nächstes Jahr bestätigt. Wahnsinn, 100% Steigerung. Wow, ne? Geiler Scheiß. Und dann haben sie zusammen 12 Folgen, so viel wie heutzutage eine durchschnittliche Serienstaffel hat. Das stimmt. Wow. So, die Asselplage haben wir mal wieder aktualisiert. Genau, und haben uns dabei sogar gut amüsiert. Ups. So, der Raum. Ja, dann betätige doch mal die Kurbel. Ja, mach mal. Sie rumwackelt irgendwie süß. Mach mal. Ach, wir haben noch einen zweiten Raum, oder was? Kurzen Beinchen. Schön. Ich dachte, wir wären fertig. Das wäre toll gewesen. Aber wir kommen ja jetzt zum Glück ganz gut mit den Affen zurecht. Ja, aber wir machen trotzdem Päuschen. Genau. Die Folge ist wieder vorbei. Wir haben euch einen kleinen Serientipp gegeben. Genau. Und ich kann euch nächste Folge auch eingeben. Ich habe nämlich jetzt auch gerade was geschaut. Und dann sehen wir uns wieder. Genau, guckt doch, wenn ihr die Serie guckt, schreibt uns in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Wie historisch korrekt ihr es findet. Genau. Falls ihr euch irgendwie dann auskennt, lasst uns darüber diskutieren, was sie gemacht haben. Unbedingt. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Tschüss.